Leute, es ist wieder soweit. Die Woche ist wieder rum. Fast. Ja. Ihr seht es gleich. Es ist wieder Aktion, Aktion, Aktion. Ich glaube, die ist auch drin. Scheunenfund. Die Kawasaki in Kirschrot. Die ist jetzt auch fertig. Die hatten wir hier schon einmal drin. Der Dirk will seine Suzuki verkaufen. Nicht passiert, warum, weiß man nicht. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass viele aktuell kein Geld mehr haben. Weil das sehe ich an verschiedenen Aktionen. Zum Beispiel, wenn ich sonntags Motorrad fahre auf normalen Straßen, also Schnellstraßen, das sind normal immer viele Autos gewesen, da ist nichts mehr los. Ich habe jetzt hier auch mit einer Wirtin geschwätzt. Die sagt, das hat alles extrem nachgelassen. Ich denke mal, die Krise nimmt ihren Lauf. Wie das jetzt hier dann bei euch dann passiert, in Zukunft mit Kaffeeräsern, weiß ich nicht. Ach, hier, guckt, Dirk kommt gerade rein. Guten Morgen. Guten Tag, Dirk. Dann würde ich sagen, wenn ich das als Vorwurf nehme, Dirk, wir fangen hier Strom sparen, das läuft nicht. Du kannst hier am helllichten Tag macht er das Licht an. LED ist scheißegal, Strom kostet Strom. Ich brauche Licht, sonst du brauchst kein Licht, sonst putzt die Brille. Ich glaube, es geht rund. Wer bezahlt den Strom? Du nicht, ich. Wollt schon am Mecker, was soll das? Ja, das ist Umwelt. Ihr Leute, gebt mal Kommentare ab, was der macht. Ne? Hier, Licht an, am helllichten Tag, draußen, putz die Fenster. Da sieht man was. Also, guck den Film, was wir wieder angestellt haben jetzt. Hier, mit dem habe ich jetzt noch Hühnchen zu rumpeln. Das ist klar. Glaub, es geht rund hier. Zurück! Scheiße! Schock runter! Vielleicht zu kalt! So, jetzt fahr ich aus dem Dorf raus! Es ist so hammergeil! So entspannend! Ich hab's euch ja schon letzte Woche mitgebracht. Ich fahre gerade beim Karl vorbei, das ist die Garage schon zu, der ist auch nicht aktuell. Scheißegal. Wir fahren jetzt schön entspannt nach Oberkalbach. So, jetzt geben wir mal Vollgas. Gelandet beim Alfred. Ist es nicht spät? Ja, klar. Gut, wir sind jetzt da. Ich mache jetzt mal aus. Ja. Alfred, der Sandstrahler. Wir sind in der Eifel.
durch. Ja. Das ist die Burg, wo sie hier. Ja, die Nürnberg. So, hier ist die Einfahrt. Ja. Sind wir mal in einem Enfield-Nest gelandet. Cool. Das ist cool. Hier, das ist die Himalaya. Ne? Wahnsinn. Oh, hier gibt es sogar dicke Pokale. Hier ist die ganze Historie von Enfield. Kurt, weil ich es oben gerade lese, dass die Royal Enfield ist übrigens die älteste Motorradmarke der Welt, ne? Ach ja. Und da oben steht es 1891. Ach, hier links. Ja, da ist die Historie drauf. Hammer. Enfield. Ja, oder Enfield Road. Oder Royal Enfield halt, ja, eigentlich. Enfield Road, ich glaube, das ist dort, wo der Jürgen Klopp Fußballtrainer ist. Aha. FC Liverpool. Ja, weiß ich nicht. Gut. So, gehen wir noch mal ein bisschen durch. Guck mal, das ist so eine, wie ich habe. Selbe Farbe. Ja, nee, schon neuer. Steht Royal drauf. Das Ding ist auch cool. Geile Kisten, gut. Wir sind jedenfalls hier in der Eifel. Hier ist so ein Motorradfahrer-Treffpunkt. Gut. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt hier genau sind. Da oben ist nämlich die Tafel. Da steht's. Biker-Treff. Wie Waldfrieden. Alles klar. Hier ist der Waldfrieden. Und hier gibt es Currywurst. Zum Beispiel. Lass doch schmecken, Kurt. Bitte. Hier im Ahrtal. Hier ist noch richtig schlimm. Wir fahren jetzt hier mal durch. Hier alles. Katastrophe. Hier kannst du so schlimm, kannst du gar nicht gucken. Hier ist kein Stross mehr. Hier alles weggerissen. Also eine Ortschaft von mir jetzt hier an. Ja. Katastrophe. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Absolut. Hier der ganze Dorfplatz, alles hin. Okay. Siehst du es? Dankeschön, ja. Oh, da verlassen wir das Örtchen. Ein Blick. Sollte ich dann hier gestaut? Bist du wie ein Staudamm? Ja, doch. Es war jetzt zu spät. Gut. Guck hier, das ist auch alles Katastrophe. Weg. Die Brücke war wohl auch weg. Die haben es jetzt provisorisch hingemacht. In den Eifelkurven. Hier kommt eine geile Kurve nach der anderen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich sitze im Auto. Das ist grausam für mich. Hier, und da oben geht's weiter. Das ist einfach nur geil. Oh, wenn ich hier mit meiner Ducati oder mit meiner Enfield durchhauche würde, das wäre der Hammer. Oh, geil. Und die Kurve sind nicht so geil. Das ist enorm. Ich muss noch.
ich muss noch ein paar Kurven fotografieren. Hier links außen annehme und dann hier durch. Guck mal hier. Hängen die Fußraste ja. Hier um Asphalt. Oh, das ist so hammerscharf. Da unten ist er, der See. Das ist unser Ziel. Der Lacher See. Gut. Gut. Du sagst aber, mit mir erlebst du nichts, verstehst du? Ja, ja. Wir fahren jetzt hier Feldwege. Das kann man nur mit dem Stefan. Ja, genau. Das ist hier mit durch den Übernager. Und da unten ist der See. Wenn wir mal ganz genau gucken, hier zwischen den Bäumen, das ist der Wanderweg, wo die Leute rumlaufen. Aber da unten, da gehen wir jetzt hin. Gut, wollen wir mal gucken, was... Ich glaube, die jungen Mädchen besonders enge Hose. Die jungen Mädchen laufen hier rum, enge Hose. Alles klar, ja. Verzeihe. Da ich ja ein alter Endurist bin. Ach, guck mal hier. Hier ist ja sogar, Moment, erstmal hier ohne. Hier ist sogar das Zeichen vom Jakobsweg. Ach ja. Ja, das ist da hier das Zeichen. Ja. Das ist der Jakobsweg-Zeichen. Den habe ich ja schon viermal gemacht. In Spanien. Der geht da durch Deutschland. Lehmkopf, 0,2 Kilometer zum hohen Rundweg. Mhm. Na, Rundweg machen wir nicht. Da schwimmen die Entchen. Gut. Gut, das ist jetzt hier der Blick. Da sind auch die Boote. Ja. Ein Traum. Hast du dir das so vorgestellt? Na gut, ich weiß das nicht, wo die Teufelskanzel ist. Irgendwo auf der Höhe, da kannst du über das alles drüber blicken. Ne? Ja. Aber den Wanderweg fahren wir jetzt mit dem Bus nicht, ne? Nee. Ich denke, ich hatte. Entschuldigung, könnt ihr Stahl draus. Machen wir wieder da rein. Da ist nicht viel Wasser drin. Das ist so. Ja. Leute, wir haben ja schon lange nichts mehr gehört. Vom Jörg und Klaus. Ich will es euch zeigen. Kerngesund, lacht. Alles gut. Alles klar, Leute. Hier war mal was passiert, aber die Nordons sind gerettet. Ja. Das ist die Hauptsache, oder? Ja. Ja. Und wie gesagt, ihr seht, der Klaus ist kerngesund. Ihr habt euch nämlich auch schon Gedanken gemacht, was mit dem alten Fahrensmann los ist. Der ist ja nicht alt, der wird ja nie alt. Aber wir sind jetzt bei ihm und trinken englische Tee. So. Der Kurt, mein Nachbar, ist auch dabei. Wir sind ja schon den ganzen Tag zusammen. Ja, wir haben einiges erlebt heute. Und jetzt müssen wir aber auch sehen, dass wir vor dem Dunkeln noch heimkommen, weil beim Bus brennt kein Licht. Oh, ja. Klaus, schön bei dir. Cool. Ja, lass dich wieder mal blicken bei uns. Und wenn der Klaus runterkommt, sage ich euch im YouTube Bescheid, dann machen wir fest, weil der erzählt euch Geschichten, die habt ihr im Leben noch nicht gelesen und nicht gehört. Da kommt einiges, sage ich euch. So, und Schluss, die dürfen nicht alles wissen. Klaus hat einen Kalender von alter Rennmaschine. Klaus, ich will keins haben, auf keinen Fall. Wirklich nicht? Nein, ehrlich nicht. Kein alkoholfreies? Nee, gar nichts, guck mal, ich hab da noch voll. Hier, das sind die John Player Nordons. Ein Traum, jetzt gehen wir mal weiter. Was der für einen geilen Kalender hat, habe ich noch nie gesehen. Das ist der Mike Halbert auf der 350er Honda Vierzylinder. Man sieht hier die Auspuff. Es gab nämlich auch 6-Zylinder, aber das waren die 500er. Wo filmst du her? Das ist hier vorne das Deckblatt aus Spar. Wohnen gegenüber. Der Kalender ist von 2017, lese ich gerade. Das ist ein Spar Francorchamps. Da bin ich auch schon gefahren. Da, ohne die Ecke, die war geil. Also in Mittelkalber, Oberkalber. So, Lenzi Furi auf der 350er Yamaha TZ. Ja, und diese Trommelbremse da vorne, die habe ich in meiner Nordon und die ist heute richtig viel Geld wert. Mein Held, der Renzo Pasolini, der war mal Schullehrer. Das war der Einzige, der den Giacomo Agostini Parole geben konnte. Aber manchmal ist die Benelli auch kaputt gegangen. Das ist unser Hans-Georg Anscheid aus Deutschland. Der wurde eigentlich immer in Verbindung gebracht mit Kreidler. Aber wie man sehen, ist er auch zu Suzuki gefahren. Gut. Hier sind die Wechselmaschine von MV Augusta. Hier vorne, das ist der Fried. Und da hinten der mit der Nummer 1. Was sieht man nur von hinten? Der Giacomo Agostini. Das waren die schnellsten Maschinen damals. Unschlagbar. Hier eine 300. Eine MZ, 5 Kubik, weiß ich jetzt nicht. Das ist auch das ist richtig schön. Ups. Das ist der Dieter Braun aus Deutschland. Auf Yamaha, war auch Weltmeister in der kleineren Klasse.
Das sind die Gespannfahrer. Die kamen noch gar nicht einmal so weit weg von uns. Klaus Enders und der Ralf Engelhardt. Waren die nicht aus Gießen? Weiß gar nicht genau. Berry Jean. Berry Jean, die Startnummer 7. Wie immer. Der ist aber auch nicht mehr am Leben. Der ist auch tot, aber der war Werksfahrer bei Suzuki. Ohne anderen. Hier unseren Held, der Giacomo Agostini mit der MV Augusta. Die MVs hatte damals 3 Zylinder. War schon was Besonderes. So. Und der da ist der Angel Nido auf Derby. 50 Kubikzentimeter oder hat er 125? Ich weiß nicht. Ich glaube 50 Kubik waren es. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Gut, das war's. So Leute, heute ist Sonntag. Da geht's hin. In Utrichshausen. Das ist hier nur ein paar Kilometer von mir weg. Hier ist Action und am Montag gehen wir vielleicht nochmal hin, da gibt es nämlich Haxen. Ein Traum. So, jetzt kommen die Kirmesmusikanten ins Bild, da sind sie. Die marschieren ein. So ist es bei uns in der Rhön.
zwei Mädchen sind hier mal komplett überfordert. Hier muss man sich nämlich einen Bon abholen. Katastrophe. Die Schlange, die geht Kilometer lang. Ja, man sieht, sie sind richtig geschwitzt. Dann gibt es halt hier mal bei mir nichts zu essen. Gut. So, hier draußen ist auch alles, hier draußen ist auch alles voll. Wir sind jetzt hier in Utrichshause. Hier steht schon mal schön zurechtgemacht BMW. Was ist denn los? Was ist denn los hier? Was macht ihr denn hier schon wieder? Hä? Bist du auch da? Hier kannst du nichts essen, hier musst du anstehen erst zwei Stunden, bist du schon verhungert. Also wird gesoffen. Du bist ja ganz dünn. Ja. Gehen wir mal weiter. Dies steht original da. Die wohl auch. Leck mich am Ärmel. Das Ding ist einfach geil. Die gehört hier dem Grauhaarige hier da. Mal sehen, wie lange der noch fährt. Vielleicht erbe ich sie ja irgendwann mal. Guten Tag, ich weiß, dass sie mir fehlt. Erzähl mir nichts. Ich erzähl's gerade in die Kamera. Wir gehen jetzt hier mal zu den Mopeds. Die grüne Simson, die rote, ein Traum. Was haben wir hier noch? Die 250er Yamaha RD. Klasse. Und hier, das ist auch was eher Seltenes. 500er Suzuki. 2 Zylinder, luftgekühlt. Die kommt auch noch aus der 70er. Guckt euch mal die Armaturen an. Das ist doch schön. Schon damals so zurechtgemacht als Kaffeeräser, würde ich sagen. Ein Wahnsinn. Und hier, hier haben wir die alte Wehrmachtsgespanne mit Anhänger. Das ist da. Schießbude, Schiffschaukel. Der Mann mit dem Hut, dem gehört das Ding. Der fährt das Ding auch schon ewig. Hier sind wir auch nochmal bei Simpsons, Herkules und Epoch. Eine Epoch. Auch noch im Originalzustand. Hier top restauriert. Und Kreidler gibt es auch auf Florett. Das waren die Apparate. Das hatten wir ja gleich Nummerschild. Die läuft 60, hä? Oder läuft sie schneller? Ja, Prost! Geht weiter zu den Traktoren. Boah, der sieht natürlich auch gut aus, obwohl ich gar keine Ahnung habe von den Apparaten. Aber die Dinger sehen gut aus. Alles blaue. Ein Traum. Ja, er hat auch schon die ganze Zeit hier durch die Gegend. Und hier geht das so durch. Gut, mir hat ja keiner einen Auftrag gegeben zum Filmen, deswegen halte ich mich hier ein bisschen kurz. Aber ist schon imposant mit den ganzen Traktoren. Cool. So, was gibt's hier? Handbücher und Getriebeteile und so weiter. Hier gibt's fast alles. Und das ist ein Eicher. Hammerbulldog. Der ist hinter mir, ein Rose. Der fährt hier alles rum. Oh, guckt euch den Apparat an. Und hier ohne sind die Autos. Und jetzt die letzte Mal so viele hier haben. Den VW-Bus habe ich jetzt schon ein paar Mal drauf gehabt, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Hier stehen die stolzen Mercedes. Hier stehen noch ein paar Ami-Schlitten. Hier ist schon was los. Hier ist schon was los. Aber es ist sehr traktorenlastig. Das Mädchen sonnt sich hier. Guten Tag. Die fühlt sich wohl in dem ganzen Zirkus. Und unten stehen ja auch noch Motorräder. Ich mache jetzt mal kurz aus. So, da haben wir doch schon mal, wahrscheinlich ist es eine 400er Honda. Die 400er T mit Anlaser und Kickstarter, wenn man mal genau guckt. Auch wieder hochinteressant. Die Herkules kenne ich, die habe ich das letzte Mal im Video schon gehabt. So, hinten geht es weiter. Geile Kisten. Und auch hier wieder Hanomag und so weiter. 650er Yamaha. Boah. Boah. Der Motor ist geil. Und hier, er hat es natürlich wieder übertrieben. Wahrscheinlich kommt er aus der Höhen. Ne? Da hatte mal einen richtigen Auspuff dran. Da springen die Hirsche wieder in den Wald, wenn der ankommt. Gut, so muss das sein. Und die Mare, sie ist ganz gemütlich. Cool. Das ist schon cool. Ja. Die KW, 125er oder? Ja, 125er. Cool. Was ist denn das? Da steht's.
Kramer. Traum. Cool. Echt cool. Da musst du nicht mehr viel schwätzen. Es ist einfach saugeil. Boah, ein Fort. Boah. Das war ein Sechszylinder, scheinbar. Boah, hammergeil die Kiste. Der hat die Haube schon auf, damit der Motor Luft kriegt. Super Lackierung. Und hier. D. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, hatte ich jetzt hier schon mal einen Film so einer. Ob es der ist, weiß ich nicht. Da bin ich ja mal mitgefahren. Guck mal hier, wie lang der Apparat ist. Das ist einfach geil. Das schickt die Kamera nicht, wenn du 2 Meter weg bist. So lang ist das Ding. Wahnsinn. Oh, da hinten ist noch ein Alefort, da gucke ich auch mal. Ganz normaler Käfer. Hey. Ich krieg sie nicht alle Fahrzeuge drauf. Aber das ist doch geil. Das ist gar kein Ford. Das ist ein Buick. Boah. Gehen wir davon aus, 30er Jahre. Und ein Triumph. Ein TR4. Mit Speicherrädern. Klasse. Und daneben steht gleich wieder ein GT. Und Opel-Rekord. Ich gehe nochmal ein Stück hier weiter. So, er hat ihn angestellt. Da wollen wir doch mal hören. Tschüss. Das ist schon geil. Das ist schon hammergeil. Da rührt's. Top. So, hier steht wieder ein Spitfire. Wir hatten ja Mutz geschmückt. Den habe ich auch noch. Ja, ja. Der ist genau wie meiner aus. Der wird auch so 77 rum sein. Aber er hat die normale Haube drauf, ich habe ja die drauf von dem Sechszylinder. Na gut, das sind Kleinigkeiten. Hatte ich auch mal. Da war ich 18, 19. Da waren so schmale Reifen drauf. Das hatte Motzkarosserie gehabt, der Rekord. Ich will gerade mal hier reingucken. Genau so war das mit der Bank. Lenkradschaltung. Das blendete ein bisschen, ob man sieht. Das war geil. Und hinten mit Ausstellfenster. Das ist einfach der Klasse. Und ich hatte damals, meine ich, noch 145er Reifen drauf. Ich meine, die werden hier. Ah, der hat breitere drauf. 165. Weil normal hat er nämlich noch schmälere Reifen drauf gehabt mit der Motz-Karosserie und 1700 Kubik. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier der Käfer mit dem kleinen Fenster drin. Ach du Scheiße. Und da unten die Corvette wahrscheinlich. Ja. Es ist einfach geil. Das ist einfach geil und da stehen auch wieder die Traktoren. Das ist irgendwie cool, ja. Mein Gott, das ist echt geil. Weiter mit interessanten Autos, ein Fiat. So einer hat mein Vater mal gehabt. DKW. Oh Gott, ein Zweitaktmotor. Das ist schon schön. Beim Essen. Ja, aber da habe ich dich aber nicht angesprochen. Ja. Hier, Leute aus YouTube, jetzt will ich hier ihn mal ansprechen. Er ist nämlich der Osthessen-Redakteur, ne? Ja. Bildermacher. Okay. Okay, danke schön. Bitteschön. Okay, Leute, ich tue das damit beenden. Mit dem Oldtimer Festival in Ulrichshausen. Das ist übrigens meine neue Fahrmaschine. Die war jetzt mal kaputt gewesen, ganz Zeit lang, Elektronik, aber geht alles wieder. Und mit der bin ich halt heute hier aktuell unterwegs. Das war der Sonntag. Jo Leute, es ist zwar immer noch Sonntag. Ich mach mal aus. Blub, 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 aus. Es ist immer noch Sonntag. Das Schöne bei uns ist, man kann halt hier seine Seele baumeln lassen, auch beim Motorradfahren. Ich roll jetzt hier einfach mal den Weg runter. Es ist Sonntagabend. Und ich zeige euch nochmal hier die Landschaft. Es ist einfach. Es ist halt einfach bei uns, egal wo du bist. Es ist einfach schön. Warte, ich fahre jetzt hier noch mal ein Stück hier vor. Damit ihr noch ein bisschen was seht, wo ich jetzt hier so unterwegs bin. Na, noch ein paar Meter. Okay. Und stopp. So, Landschaftsbild. Der Acker ist schon abgeerntet. Wenn ihr da hochguckt, da oben, das ist die Rhön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es drauf habe. Doch, da ist es.
ist die Wasserkuppe. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Hessens höchster Berg. Und hier, wo ich jetzt hier stehe, so ist das. Da guckst du hier in das Tal. Das ist einfach Ruhe. Die Rehe und die Hirsche sind noch nicht raus, es dauert noch ein bisschen, deswegen mache ich auch kein Spektakel hier. Das Ding ist eh nicht laut. Ich lasse sie hier einfach mal runterrollen. Sonderabend. Geil. Hier die Rennfahrerfraktion. Ich fahre schon die ganze Zeit hier mit den Klassikern da durch die Welt. Es wird wieder mal Zeit, dass ich die Knie schleifen lasse, gell? Ich habe es auch schon gemerkt. Und ich glaube, ich muss mich jetzt wieder mal umstellen, damit wir wieder am Racing-Modus sind. Weil das ist auch schön, so mal zu entspannen. Aber ich muss wieder mal Gas geben. So, jetzt komme ich auf die Hauptstraße. Das ist frei, okay. Simone, meine Süße. Mit was bist du denn da? Sie naht. Das Hä? Elend. Was? Das Elend naht. Das Elend naht? Was ist denn das? Stehst du auf Militärfarben? Ja, ich tue so. Ach, du tust so. Also einen Harley-Davidson-Deckel hast du drauf. Aber es ist Rotax-Motor. Ich bin heimlich unterwegs, weißt du? Was sind das jetzt eigentlich? Ja. Wo hast du den Deckel her, weil der Harley Davidson draufsteht? Das ist eine. Ne, ehrlich? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, mit dem Rotax-Motor. Ja, aber alles klar. Das hat Harley irgendwie so Vertriebe? Das hat Harley für die englische Armee gebaut. Guck, auf dem Dach steht es auch. Wie für die englische Armee? Ja, für die... Die Engländer? Die Weltfirma mit Motorrädern, mit Nordons und Triumphs? Vor Brexit. Ach, vorher war das. Sieht aber älter aus, als es ist. Ja, Baujahr 93. Jojo. Ja, sowas. Aber dass der Harley Davidson mit den Rotax da was. Was sind denn Kanister da drin? Total beschissen. Kriegst keine Teile mehr für den Rotz. Oder werden dann in England. Aha. Wir selber haben keine. Ist das sogar mit Meilentacho? Hochdigital. Bist du auch schnell mit dem Apparat? Ich bin immer schwer. Schnell. Ach, schnell? Vergiss es, sag's ab. Nee, nicht schnell? Gut. 100 Max. Okay, aber enduromäßig kannst du schon mitfahren. Schweineschwer, aber die Koffer sind halt richtig gut für Mädchen. Na, du brauchst doch nichts. Ich alles rein. Brauchst du doch alles gar nicht normal. Weißt du, wir müssen ja eh wieder Mädchentour machen. Alles klar, ich mache jetzt aus, die müssen jetzt ja nicht alles hören. Harley Davidson. Heute ist der Tag, wo sich wieder gesteigert wird. Wir gehen von den 27 PS runter und gehen auf 50. Und dann haben wir erstmal Einfahr-Action. Okay. CX 500. Euro-Version. Sieht beim Rahmen. Jetzt hier nur mal so grob durch. Da sind richtige Schalldämpfer drauf. Das sind Schalldämpfer. Gut. Alles klar. Hier haben wir einen Tacho, der zeigt hier schön an. Und die Drehzahlen sind ein bisschen blöd zu lesen, aber scheißegal. Das können wir dann auch noch sehen im Film. Mit dem Apparat geht's jetzt auf den Kalbachring. Und da fahren wir erstmal in die Reife ein. Mal sehen, wie das Ding insgesamt ballert. Stahlflex-Bremsleitung haben wir auch eingebaut. Mal sehen, wer die Bremse zieht. Bescheid, Leute. Thank you.
So, an der 750 hatte Tristan jetzt Elektrik gemacht, zum Beispiel die Ochsenaugen dran und so. Aber jetzt habe ich gerade nach der Luft geprüft, stelle ich hier wieder fest, ich habe es schon 1 Million Mal erklärt. Schlauchreife, Ventil, die Schräubchen da unten, die Muttern, die sind nicht da, um dass man sie festdreht. Hier ist nämlich fest, richtig fest ist es hier. Die macht man locker. Weil wenn sich der Schlauch dreht, guck, wie das Ventil schon nachgibt. Da reißt der Schlauch ab. Das hatte man alles schon gehabt. Das kann zu richtig scheiß Stürze führen, weil die Leute das einfach nicht kapieren. Guck mal, er steht schon gar nicht mehr so glatt, wie er gestanden hat. Das ist halt manchmal so, dass sich der Reife dreht beim harte Bremse oder was, der Kuckuck was. Und dann wird das immer schräger. Es geht noch. Aber wenn es noch schräger wäre, reißt das einfach hier am Schlauch ab. Und dann liegt er nämlich immer schön auf der Fress. Und das wunderschöne Motorrad ist dann auch kaputt. Du weißt das. Das ist das Erste, was du gelernt hast. Ja. Genau. Der Jan weiß das schon. Und ihr hoffe ich, habt es jetzt auch endlich kapiert. Mann. Dass man immer dieselbe Scheiße erklären muss. Ich höre jetzt auf. Die Sitzbank für die XBR ist da. Das ist sie. Der Tristan kommt jetzt Tristan? Ja? Bist du jetzt extra von Hammelburg hierher gefahren? So ungefähr, ja. Wie, das sieht aber gut aus. Gefällt mir auch ganz gut. Da wollen wir mal sehen, ob es da noch passe tut. Das wäre nachher noch ein Traum. Hier, XBR-Mann, du weißt Bescheid, das ist deine Sitzbank. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. So, der Tristan hat jetzt die XBR rausgeholt. Jetzt machen wir halt das Ding da drauf. Und? Passt ganz gut. Sieht doch gut aus. Ja. Ist ein bisschen dunkel jetzt heute Abend schon, ja. Aber kann man so los. Also der XBR-Mann, der guckt ja immer die Filme, der soll jetzt erstmal sich entspannen. Soweit. Ich hab's nicht im Tageslicht, das ist jetzt schon zu dunkel, wir schieben es auch nicht raus. So sieht's aus. Hat gute Arbeit gemacht, der Sattler. Post, ja. Ja, gut. Die letzten Wochen ist es ganz schlimm. Mir hole da hinten aus der Halle alle möglichen Apparate raus. Jetzt haben wir hier wieder so einen Scheunenfund, der steht schon 100 Jahre. Er ist schon ganz schön angegriffen, wenn man mal so guckt. Gut, die Vergaser sind irgendwann mal ausgebaut worden, sind aber noch da. Schon mal viel wert. Und der Jan probiert den Ofen zum Leben zu erwecken. Jan, du gibst alles. Ja. Bist du hochmotiviert? Ja. Gut, dann machst du ja alles richtig. Da wollen wir mal sehen, ob das Ding die Woche vielleicht noch läuft. 500 Kubikzentimeter, Zweizylinder, Softshopper. Das waren die Geräte mit Satteltasche dran, vom Allerfeinsten. Mal sehen, ob die noch mal lebt. Was hat sie denn gelaufen, der Ofe? Ach, die ist ja noch jungfräulich, 24.000 Kilometer. Das ist ja gar nichts. Okay. So, den Ofe haben wir soweit im Griff. Der Jumpf Daytona. Ah. Alles klar. Axis
Läuft gut? Ja, hört sich gut an. Endlich, das Bruno. Ja. Also, arbeiten wir wieder was. Ja, mal spät. Will ich jetzt hier nochmal so Abschlussgelaber machen? Die Daytona will der Mann verkaufen, die haben wir TÜV gemacht, die steht schon ewig da, neue Batterie drin, geht nichts voran. Wenn einer Lust hat, das Ding zu kaufen, wird es so bei 2.500 liegen, kann er sich immer melden. Bei dem, mal gespannt. Hier, Guido, dein BMW, ne? Guck, wir haben es abgedeckt. Mit der Sitzbank immer noch Katastrophe. Der Sattler unseres Herzens, der kann nicht mehr, der will nicht mehr, der jammert rum. Also wir müssen uns jetzt echt was anderes einfallen lassen, damit mir das gemacht wird. Ich kann auf den nicht mehr warten. Der will einfach nicht mehr. 550er Kawasaki C4, passiert eigentlich auch nichts. Hier, die haben wir gestern reingerichtet. Der Tristan hat den Vergaser runter gemacht. Da haben sie beim Anzugstutzen neu reingebaut und den O-Ring kaputt gemacht, kriegt verkehrt Luft. Gut, Katastrophe. Das ist hier die BMW von unserem Spezialspezialist. Das ist schon ein Projekt, das geht 2 Jahre. Hier Leute, wenn ihr guckt, die Mesh 50 ist fertig. Nur mal so nebenbei. Das ist meine, die ist geil. So, was haben wir hier noch? Die BMW soll halt jetzt so gestaltet werden. Ich zeige es hier nochmal von der Seite. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Die Enduros hatte ich schon mal zum Verkauf angeboten. Da will sie auch einer haben, aber der hat angeblich keine Zeit. Wenn einer Zeit hat, kann er 5 bei mir kaufen. Ich will so um die 9.500 Euro haben. Aber dann musst du jetzt selber auch mit mir reden. Und nicht hier auf YouTube. Meine. Der da hier, die haben wir auch angefangen im Jürgensheine. Der wollte mir mal irgendwas schicken, wie der Tank werden soll von der Lackierung. Schickt aber nichts. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Das Ding wird wahrscheinlich abgeholt. Man weiß es noch nicht. Ach, was wollen wir denn hier noch gucken? Es gibt nicht mehr viel zu gucken. Da ist halt TÜV drauf. Da auch, der will heute noch kommen. Dirk, machst du die Sitzbank da drauf, weil der Mann will auch TÜV? Ja. Gut, hier, der kriegt auch TÜV. Und das ist die rote vom wie heißt er? Ist er nicht. Ist egal, auf jeden Fall ist der Kawasaki in diesem Kirschrot. Komm nicht auf den Namen. Und der Ofen hat mich auch genervt, der ist jetzt auch fertig, der geht. So, und so ist wieder eine Woche passiert. Hier, Dirk, sag dir einen schönen Gruß. Schönen Gruß und schönes Wochenende. Habt ihr es gehört? Schönes Wochenende, schönen Gruß, sage ich euch auch. Macht's gut, bis nächste Woche. Steht wieder einiges an.